Willkommen zurück. Auch wenn es nicht so aussieht, dieser Mann hier ist einer der fleißigsten Geschäftsmänner New Yorks. Bisher hat er sein Geld auf der Straße verdient. Jetzt wird der Naked Cowboy durch fette Deals steinreich. Sven Wagner hat ihn in New York besucht und sich angeschaut, wie er das geschafft hat. Fast jeder New York-Besucher kennt diesen Mann vom Sehen. Nur mit Cowboy-Hut, Stiefeln und selbstbemalter Unterhose bekleidet, ist der Naked Cowboy die Attraktion am berühmten Times Square. Vor allem Touristinnen lassen sich gerne mit dem halbnackten Bodybuilder ablichten und werfen dafür ein paar Dollar in seine Gitarre. Immer wieder sind es auch deutsche Frauen. Ich habe ihn schon gesucht, weil er steht ja immer am Times Square und da habe ich schon gedacht, dass er da ist. Ich finde ihn auch sehr cool, muss ich sagen. Super stark. Wir haben ihn gesucht, wir haben ihn gefunden und da freuen wir uns jetzt eben New York dazu. Also viel mehr weiß man über Robert John Burke nicht. Deshalb treffen wir den 44-Jährigen zu Hause im New Yorker Stadtteil Queens und erleben sofort eine Überraschung, denn der einst eingefleischte Single ist neuerdings verheiratet. Mit Patty Cruz aus Mexico City klingelten die Hochzeitsglocken vor etwas mehr als einem Jahr am Valentinstag. Oh mein Gott, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich konnte nicht glauben, dass er wirklich um meine Hand anhält. Ich glaube, ich war noch nie zuvor verliebt. Ich hätte das für niemanden sonst getan. Ich gehe doch kein Risiko ein. Keiner wird jemals die Hälfte meines Geldes bekommen. Seit 18 Monaten leben die beiden zusammen in dieser eher unscheinbaren Wohnung, für die Robert allerdings rund 3000 Dollar Miete im Monat hinlegt. Für den Naked Cowboy ist das erste Mal, dass er eine Wohnung hat. Vorher lebte er alleine in diesem Motel. Patty ist nun auch ein Teil der Naked Cowboy-Welt und ist gerade dabei, das Paar in finanzielle Höhen zu katapultieren, die selbst Burke nie für möglich gehalten hätte. Seit Mai hat er einen Werbevertrag mit Fruit of the Loom Unterwäsche und gibt Austern der Blue Oyster-Gruppe seinen Namen. Seit Ende August hat er einen Vertrag mit der Agentur Procter & Gamble als Werbeträger für Toilettenpapier. Über wie viel Geld wir sprechen, ist unwichtig. Es geht nicht um das Geld, das ich habe, sondern die Basis, die ich geschaffen habe. Jetzt fängt das große Geschäft erst an. Jetzt machen wir das große Geld. Aber es hat all die Jahre dazu gebraucht, es zu schaffen. Und doch hat der Naked Cowboy nicht vergessen, am Boden zu bleiben. Jeden Tag fährt er mit seinem Wagen zur selben Tiefgarage in Manhattan, ist stolz darauf, hier seit 7 Jahren kostenlos zu parken und sich für den Auftritt umziehen zu dürfen. Er unterstützt nebenbei den obdachlosen John, der hier in seiner Garage lebt. Er und seine Frau waschen sogar jede Woche die Wäsche des Mannes, den Robert seinen besten Freund nennt. Er wohnt hier. Wir machen, was wir können. Bald bin ich so reich, dass ich mir ein Haus kaufen kann. Dann darf er bei uns einziehen und muss nicht mehr in der Garage leben. Selbst mit uns sprechen will der Obdachlose aber nicht. Robert geht wie immer von hier aus zu seiner täglichen Arbeitsstelle, dem Times Square. Auch hier macht der 44-Jährige mittlerweile gute Geschäfte, denn für 500 Dollar lizenziert er andere, die gerne den Naked Cowboy oder das Naked Cowgirl geben wollen. Momentan sind es 10 Lizenznehmer, die an Burke zahlen. Daher dürfen sie offiziell als seine Partner auftreten. Der Lizenzvertrag sieht vor, dass ich einen bestimmten Anteil meiner Einnahmen an die Naked Cowboy Company abgebe. Und die ist jeden Cent wert. Die Firma wächst immer mehr, wird immer größer und interessanter, vor allem für Sponsoren. Das ist das Beste für mich. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Die sagen alle, was ist los? Da ist ein Cowgirl, da ist ein Cowboy. Entweder arbeitet sie für ihn oder klaut seine Show. Ich sag, nee, die bezahlt Lizenzgebühr. Ganz unberechtigt sind solche Fragen aber nicht. Denn es gibt auch diese ältere Frau, die sich ohne Lizenz Naked Cowgirl nennt. Burke verklagte sie und gewann. Sie muss jetzt mit ihrem Namen Sandy Kane auftreten, sonst droht ihr ein hohes Bußgeld. Er ist nie ein feiner Kerl. Er hasst es, weil ich einfach zu talentiert bin. Er mag keine talentierten Frauen. Talentierte Männer vielleicht, aber keine Frauen. Einspruch sagt Robert Burke und verweist an seine eigene Frau Patty, die samt ihrer Schwester Elizabeth ebenfalls als offizielle Naked Cowgirls am Start sind. Trotzdem lässt man sich im Familienunternehmen Naked Cowboy gegenseitig Freiraum. Wir können uns sehen und zuwinken. Wir sehen uns schon, aber der kleinste schiefe Blick kann den Tag versauen. Deshalb versuchen wir, uns aus dem Weg zu gehen. Ich bin so glücklich, ihn als Schwager zu haben. Ich liebe alles an ihm. Ja, wir sind glücklich.
Sie sagt immer, dass ich im Lotto gewonnen habe. Das sagt mir meine Schwester die ganze Zeit. Was das mit dem Lotteriegewinn genau bedeutet, zeigt sich spätestens, als uns Robert zu Hause seine Einnahmen zeigt. Heißt, wie viel Bargeld er alleine an einem einzigen 8-Stunden-Tag als nackter Cowboy mit nach Hause bringt. This is probably close to $800 or $1,000. Das sind 800 oder 1000 Dollar. Ich weiß das, weil das jeden Samstag so ist. Und das sind nicht nur Einer, sondern 5er, 10er und sogar 20 Dollar Scheine. So kommt das schnell zusammen. 1000 Dollar am Tag von Burke selbst. Dazu die Einnahmen seiner Frau und 10% der Einnahmen aller anderen Franchise-Nehmer. Dazu die neuen und lukrativen Werbeverträge. Sieht ganz so aus, als ob das Konzept Naked Cowboy den Bodybuilder Robert Burke aus Cincinnati zum reichsten Nackten von New York machen wird. Seine Frau Patty wird's mit Freude wahrnehmen. Sie will bald mit ihrem Mann in ihre Heimat Mexico City reisen. Dann soll Robert seine Schwiegermama endlich persönlich kennenlernen.